Mal schnell ein paar Tricks mit Kommazahlen umzugehen, wenn man da dividieren muss, multiplizieren oder sonst was. Ich nehme mal ganz schnell die einfachste Geschichte. 4 durch 0,02. Das Allereinfachste ist zu sagen, ich erweitere, weil hier zwei Kommastellen sind, mit 100, denn die 100 hat zwei Nullen. Und hier auch. Erweitern heißt ja, ne? Oben und unten mit dem gleichen multiplizieren. Wenn ich das wieder kürze, bleibt wieder das gleiche stehen. Also bedeutet das 4 mal 100 durch 2. Also 400 durch 2. Und das ist dann leicht. Gucken wir uns mal an, was wir hier machen können. Beispiel hier oben rechts, links. Ja, das andere links. 0,3, das stört mich am meisten. Ich nehme die Sache mal 10, aber das mache ich so. Ich erweitere mit 10 nicht, dass ich die 10 hinschreibe, sondern dass ich sage, ich streiche das weg und setze das Komma einmal nach rechts. Da muss ich das mit einer von den Zahlen hier auch machen. Dann sage ich, okay, dann setze ich es hier hin. Jetzt gefällt mir das vielleicht noch nicht, aber ich fange mal an zu kürzen. Die 3 und die 15 durch 3 ist 1, hier ist es 5. Jetzt steht hier 5 mal 0,2. Wenn man es nicht weiß, sagt man, naja, 5 mal 2 ist 10 und eine Kommastelle habe ich, also 1,0. Wäre eine Variante, oder ich sage 5 mal 2 Fünftel. Ne? Dann geht es auch. 5 mal 2 Zehntel. Gut, andere Geschichte. 24 mal 3 und dann durch 0,0. Oh je. Mache ich mir keinen Kopf. Ich sage ganz einfach, ich verschiebe 1, 2, 3 Stellen. Mit anderen Worten, ich erweitere mit 1000. Also, 3 Stellen verschieben heißt aber hier oben mit 3 Nullen auffüllen. Ich habe mit 1000 erweitert. Jetzt steht hier, das verschwindet. Die 1 steht noch da. Und dann sage ich 24 mal 3, 3 mal 4 ist 12, 3 mal 2 ist 6 und 1 ist 7. Und jetzt hänge ich die 3 Nullen dran, fertig. Das gleiche hier. Naja, ich verschiebe 2 Kommastellen nach rechts, also verschwindet das hier. Jetzt kann ich hier nur eine verschieben, also muss ich hier eine 0 ranhängen. Das Komma verschwindet. Jetzt wird es leicht. 18 und 18 kann ich kürzen. Kürzen. Hier ist es eine 1, hier ist eine 1, es bleibt 360 übrig. Und so weiter und so fort. Einfach bloß mal daran denken. Ich habe das jetzt dafür gemacht, dass sich andere Leute da nicht den Hals brechen. Nochmal schnell, das Multiplizieren von Kommazahlen ist ganz einfach. 0,02 mal 0,3. Ich sage einfach, ich lasse ein bisschen Platz, weil Kommastellen noch kommen müssen. Und sage 2 mal 3 ist 6. Ich lasse hier vorne ein bisschen Platz. Und ich zähle jetzt die Kommastellen zusammen. 1, 2, 3. Eine habe ich schon, zwei, drei. Jetzt setze ich das Komma, fertig. Wenn es dazu Fragen gibt, einfach mal anmelden oder in anderen Videos gucken. Das macht man ja immer wieder. Was wäre, wenn ich jetzt die 24 mal 1000 genommen hätte? Hätte ich hier schmieren müssen, dann ist es doch egal. Einen von beiden schmiere ich voll. Und zwar da, wo mehr Platz ist. Das war jetzt bloß eine rein praktische Frage. Hätte auch 24.000 mal 3 sagen können, stimmt. Die Frage, und die kommt immer wieder von Schülern. Ich mache es mal anders. Ich sage mal, 100 durch 10, das weiß jeder, ist 10, ist klar. Kann ich doch die 100 auch so schreiben? 10 mal 10 durch 10. Jetzt steht das gleiche da. Wenn ich sage, ich möchte erweitern, ich nehme einfach mal 2. Dann schreibe ich sie hier davor, damit ich hier nicht so reinschmieren muss. Und schreibe sie auch hier davor. Dann schreibe ich sie hier aber auch nur davor. Achtung, wenn ich sie hier noch davor schreiben würde, würde es nicht mehr stimmen. Alles klar? Also ich schnappe mir mal eine von den beiden Zahlen und eine von den beiden Zahlen werde ich mit Nullen versehen oder das Komma verschieben. Nicht an allen beiden. Da müsste es eigentlich hier an der Stelle klarer geworden sein. Noch Fragen? So, wir haben jetzt soweit die Fragen alle geklärt. Das kommt dann eben mit unter ungefähr diesem Thema Tricks mit Kommazahlen umzugehen. Ich hätte auch Dezimalzahlen sagen können, aber ich möchte es ja extra mal so haben. Also ich schließe das Video ab.